Schreiben ist sein persönliches inneres Feuer, sagt er über sich selbst. Seine Inspiration dazu zieht er aus seinem persönlichen Hoffen und Ringen in der Gottessuche. Pierre Stütz ist spiritueller Lehrer, katholischer Theologe, Bestsellerautor, habe ich vorhin schon gesagt. Sein Lebensweg war von Jugend an kirchlich geprägt. Mit 20 Jahren trat er als Novize in den Orden der christlichen Schulbrüder ein. Er studierte Theologie in Luzern. Er war als Jugendseelsorger tätig und als Dozent an der Universität in Luzern. Er machte dann eine weitere Ausbildung im sozialtherapeutischen Rollenspiel in München. Zusammen mit anderen gestaltete er die Abtei de Fontaine-André als offenes Kloster, als eine Gemeinschaft, der auch unverheiratete Männer und Frauen und auch verheiratete Männer und Frauen, glaube ich, auch angehören können, und war Mitredakteur der spirituellen Fotozeitschrift Fern. Nach 17 Jahren als Priester legte er 2002 sein Priesteramt nieder. Er lebt heute mit seinem Lebensgefährten in Osnabrück. 2020 erhielt er den Herbert-Haag-Preis als Auszeichnung für freie Meinungsäußerung und mutiges Handeln in der Christenheit. Pierre Stütz hat über 40 Bücher veröffentlicht und freut sich darüber, Menschen bei ihrer Suche nach einem authentischen Leben als Augenöffner und Wegbegleiter zur Seite zu stehen. Erst wenn die spirituelle Dimension des Alltags erkannt ist, dann wird mein Leben kostbar, schreibt er auf seiner Website. Ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Stütz, uns heute Morgen mitnehmen auf die Suche nach spirituellen Quellen mitten in unserem Alltag. Bitte sehr. Einen schönen guten Morgen. Sie hören mich. Wunderbar. Ich freue mich, vielen Dank für die geistliche Einstimmung. Im Psalm 23 bin ich immer wieder gut aufgehoben und in der Ermutigung zum Vertrauen. Da sind wir schon mitten in diesem Thema. Ich freue mich, dass ich Sie heute Morgen, so hoffe ich, ein wenig zu einer kämpferischen Gelassenheit locken kann. Das wäre so wie eine andere Umschreibung von der Ermutigung, zur inneren Quelle zu gehen, in sich zu gehen, das zu nutzen, was immer schon da ist, dieses Bewohntsein vom göttlichen Segen, das ist ja dieser Grund, dieser wirklich tragende Grund, der uns dann ermöglichen könnte, benennen das bewusst so könnte, eben dann nach außen zu treten, uns ein- und auszusetzen für eine Welt, die anders werden kann, zärtlicher und gerechter. Und wenn ich Ihnen das jetzt heute Morgen so locker sage, dann steckt dahinter ein ganz langer Weg. Suchend bleibe ich ein Leben lang. So heißt der Titel meines neuesten Buches, bringt eigentlich auf den Punkt, dass ich Suchender bleiben möchte. Ich möchte verletzlich bleiben. Ich möchte angesichts der himmelschreienden Not verwundbar bleiben. Und zugleich möchte ich eben eintreten, was auch Wirklichkeit ist, dass ich als Suchender immer schon gefunden bin. Ja, wie soll das gehen? Das geht nur im Gehen. Da können Sie sich den Kopf zerbrechen. Das habe ich in der mystischen Tradition bei diesen weisen Frauen und Männern gelernt, in diesem Paradox unterwegs zu sein. Nur wenn wir dieses Paradox versuchen anzunehmen, also in meinen Worten, glücklich bin ich, wenn ich jeden Tag auch unglücklich sein darf. Und wenn da nicht eine moralische Wertung kommt, ich müsste doch weiter sein. Ich müsste doch jetzt mit meinen 69 Jahren durchmeditiert sein. Ich müsste doch irgendwie jetzt einfach angekommen sein. Ja, ich bin angekommen, weil ich jeden Tag
neu aufbrechen darf. Und das ist immer Schritt für Schritt und das gelingt mehr oder weniger. Und das nenne ich dann ebenso den Punkt gebracht, kämpferische Gelassenheit ist mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden. Ich tue mir heute noch schwer, irgendetwas, was ich mir auch so sehr gewünscht habe und was dann nicht eintrifft, das zu lassen. Ich ermutige mich und Sie eben mitten im Alltag immer wieder einen kleinen Moment, sich zu zentrieren, zu gucken, wo sind meine Füße? Sind die auf dem Boden? Da fängt schon an. Tönt alles so bubi leicht und ist aber in der Hektik des Alltags eben gar nicht so einfach, aus dieser Kraft des Atems, des heilenden Atem Gottes zu leben, die Schulter zu locken. Ich lade Sie dazu ein. Sie haben ja das Glück, dass die meisten Sie nicht sehen. Sie können also in aller Ruhe schon mal wieder gucken, wie sieht sich da in Spannung sein, um das geht es, entspannt in guter Spannung. Das heißt also nicht so, entspannt heißt nicht so eingebrochen zu sein, sondern wie die Pflanzen so verwurzelt sein und sich dem Himmel ausrichten. Ja, ist mir alles nicht in die Wiege gelegt worden. Also je älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, ich sei pränatal geimpft auf Verkrampfung. Also wenn es auf mich ankommt, jetzt in diesem Vortrag, dann ist meine Urkonditionierung ist, ich muss es gut machen. Alle gucken zu. Was denken die? Und dann ist die Gefahr, dass ich nur bis hierhin atme, dass ich mir das, was da ist, der Atem Gottes, dass ich mir den selber abschneiden. Und das wird der liebe Gott nicht einfach richten können, ohne mich. Es braucht diese Balance in dieser Du-Beziehung, wie wir es bei der Psalmeinstimmung gehört haben, da in dieser Du-Beziehung eben meinen Teil einzubringen, wohlahnend, dass es mir auch immer noch wieder neu zufließen kann. Es ist erst durch ein zweijähriges Burnout. Ich weiß also, wirklich, das ist ganz tief gespeichert in meinem Körper, ein zweijähriges Burnout, wo wochenlang meine große Frage war, schaffe ich es heute zur Zahnbürste? Das war mein Zusammenbruch als erfolgreicher, damals schon erfolgreicher Dozent, Bundesjugendseelsorger. Und meine Seele, so stelle ich mir das vor, die hat immer wieder zu meinem Körper gesagt, übernimm du, er hört nicht auf mich. Meine Seele hat immer wieder gesagt, geschrien, übernimm du, reagiere psychosomatisch, er hört nicht auf mich, er erschöpft nicht aus dem, was schon da ist. Er meint, er müsse alles selber machen, weil er zur Genüge kennt, nicht zu genügen. Und in diesen verzweifeltsten Momenten meines Lebens, 2 Jahre habe ich gebraucht, um die Kraft der Rituale wieder zu entdecken. Ich bin ja katholisch sozialisiert, da stehen sie katholisch auf, kaufen katholisch Brötchen ein, spielen katholisch Fußball. Sie wissen, alles ist gut. Und dann gibt's noch so ein bisschen andere Menschen. Die sind eigentlich auch nicht schlecht, aber sie sind halt evangelisch. Also so bin ich aufgewachsen, mit ganz vielen Ritualen. Und ich habe mich schon als kleiner Junge empört, dass ich nur in den Himmel kommen soll, wenn ich diese Rituale erfülle. Also ich nenne das den katholischen Schatten. Zu meinen, mit Ritualen könne man Gott auf seine Seite bringen. Gott kommt all unseren Ritualen mit seiner Gnade zuvor.
Wir brauchen als Balsam für unsere Seele auch die tägliche geistige Übung. Das ist Gottesdienst. Das dient uns, die Kraft Gottes, die immer schon in uns ist, eben zu entfalten. Und es ist ein ganz mühsamer Weg, der mich dazu geführt hat, auch ein befreiender Weg. Und da haben mich viele Wegbegleiterinnen begleitet. Eben, ich habe sie schon genannt, Meister Eckhart, wenn ich da meinen Freund aus Erfurt nennen möchte, aber dann eben bis ins 20. Jahrhundert, also auf die Seele achten, Balsam für die Seele, das ist nicht etwas, was einmal war im schönen, ruhigen Mittelalter, was für ein Zerrbild ist der Vergangenheit. Weil all die Menschen, auch all diese großen Meisterinnen und Meister, das ist ja das, was mich so glaubwürdig fasziniert, die waren mitten im Alltag. Meister Eckhart sagt, der das Wort Gelassenheit als Wortschöpfung geschaffen hat, der hat das nicht geschrieben, weil ihm das so gelungen ist, sondern weil er ein Leben lang darum gerungen hat. Und er sagt, wenn du Gott nicht am Herd oder im Stall erfährst, also die beiden Arbeitsfelder seiner Zeit, wenn das nur in deinen Gedanken ist, wenn das nur gelingt, wenn du schön ruhig bist, aber nicht konkret dann wieder da, wo du gefordert bist, dann hast du irgendetwas von Gott immer noch ausgeklammert aus seinem Leben. Und das zieht sich dann durch bis ins 20. Jahrhundert. Dag Hammarskjöld, ich erinnere mich fast täglich an diesen zweiten UNO-Generalsekretär Kofi Annan, einer seiner Nachfolger, sagt, das ist für ihn die politische Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts. Dag Hammarskjöld, 1. April 1953, wird er zum zweiten UNO-Generalsekretär ernannt. Sie mussten ihn dreimal anrufen, weil er gedacht hat, das sei ein Aprilscherz. Lutheranischer Christ. Und was macht er im UNO-Hauptgebäude? Können Sie bis heute besuchen, als ersten politischen Akt. Oder UNO-Generalsekretär, also das ist jetzt das Amt par excellence der Überforderung. Sie können Tag und Nacht arbeiten, Sie können sogar auf Urlaub verzichten und Sie sind immer wieder konfrontiert mit dieser bedrückenden Einsicht, alles nur einen Tropfen, den heißen Stein. Wir haben es in der Einstimmung gehört, auf was bin ich fixiert? Auf das, was nicht gelingt oder das, was gelingen kann. Und da kam es, Köln, was macht er? Er schafft im UNO-Hauptgebäude als ersten politischen Akt einen Raum der Stille. Also er gibt seinem ganzen Wirken, bei ihm war das die Sorge, die Wertschätzung der afrikanischen Völker. Und deshalb ist er, obwohl es immer noch nicht geklärt ist, aus meiner Sicht 1961 umgebracht worden. All seinem Wirken gibt er eine klare Zielrichtung, ausgedrückt im Raum der Stille im UNO-Hauptgebäude. Und in seinen Tagebüchern, die man nach seinem Tod dann erst gefunden hat, Wegzeichen, auf Schwedisch Wegmärken, also tönt so schön wie Schweizerdeutsch, Wegmärken, da kann man dann einen ringenden, einen glaubenden, vertrauenden Mann begegnen in diesen Tagebücheinträgen und er ringt ein Leben lang immer wieder Ja zu sagen. Sie kennen vielleicht diesen Kalenderspruch, den er am 31. Dezember 1953 geschrieben hat, dem vergangenen Dank, dem kommenden Jahr. Also Dankbarkeit als eine große innere Quelle und immer wieder versuchen, Ja zu sagen
Und das wird gelingen nur in der Spannung, indem wir uns auch, wie Dietrich Bonhoeffer, jetzt im großen politischen Kontext Widerstand und Ergebung, indem wir immer wieder ringen um dieses Ja. Und darum ist mir der Kammerskölt ein Wegbegleiter, weil er eben nicht einfach Ja sagt, sondern weil jeder Tag, so sagt es in einem anderen Tagebucheintrag, jeder Tag ein neues Leben. Jeder Tag eine neue Schöpfung. Dem vergangenen Dank, dem kommenden Jahr. Und das hat etwas damit zu tun, zu kultivieren, dass in uns eben dieser innere Raum ist. Natürlich dürfen Sie gerne nach New York fliegen, um diesen Raum zu besuchen. Aber wir müssen das nicht. In uns ist alles schon angelegt. Steht so wunderbar auf der ersten Seite der Bibel. Das finde ich immer so tragisch, dass viele Leute die Bibel anfangen zu lesen mit Adam und Eva, mit den Problemen, mit Kain und Abel, Turmbau zu Babel. Wir haben da die großen Lebensthemen, die in den ersten 12 Kapiteln im Buch Genesis entfaltet werden. Beeindruckend ist auf der ersten Seite diese Kraft der Wiederholung. Das ist Rituale. Hol dir immer wieder, was dir gut tut. Du kannst jeden Tag neu entscheiden. Mehr oder weniger, füge ich hinzu. Du kannst jeden Tag neu entscheiden, ob du den schlechten Nachrichten Futter gibst, ob du sie kultivierst, oder, so wie ich uns ermutigen möchte, ob du eintrittst in diesen inneren Raum, in dem dir mit dem Buch Genesis, erstes Kapitel gesagt wird, wiederholend gesagt wird, und es ist gut so. Und Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Frau, als Mann. Und es ist gut so. Und danach kommen alle die großen Fragen. Aber wir werden diese Frage nur schöpferisch zum Wohle der Gemeinschaft und zur eigenen Gesundheit nur kraftvoll angehen können, wenn wir immer wieder eintauchen in diese Erinnerung, die auf der ersten Seite der Bibel steht. Ich erzähle dazu immer so gerne diese wahre Geschichte. Eine Mama hat sie mir erzählt, der 5-jährige Dirk ist, der ist total sauer an seinem schulfreien Tag, das gibt's doch nicht, ist ein 3-jähriger Bruder Thomas mit Fieber im Bett. Und er stampft wütend durch die Wohnung, dann stolpert er über die Kinderbibel und Dirk, wie viele Menschen, er schlägt sie leider nicht auf der ersten Seite auf, sondern bei Adam und Eva. Und dann sagt der 5-jährige Dirk zum 3-jährigen Thomas ganz altklug, weißt du, Thomas, wenn Adam nicht in den Apfel gebissen hätte, dann würden wir heute noch in Paris leben. Stell dir das mal vor. Wow, was für ein Leben. Nicht in Braunschweig und nicht in Biedenkopf-Gladenbach, lese ich im Chat, und nicht im und nicht in der Porzellanstadt, nein, in Paris, immer was anderes. Das ist ja so eine unserer ganz unbewusst Konditionierung. Dualistisch, wir sind ja geistesgeschichtlich dualistisch geprägt, das was ist, das ist einfach gar nichts. Sondern es ist in dieser Wenn-Struktur. Wenn wir in Paris leben würden, wenn ich diesen Vortrag mit Ihnen überlebt habe, dann kann ich wieder durchatmen. Wenn die Kinder groß sind, wenn das Haus gebaut ist, wenn. Und die echte Verabredung mit dem Leben und mit dem Segen Gottes, da gibt's nur einen Moment, jetzt. Mein Freund Meister Eckhart sagt, jetzt ist der wichtigste Moment
in deinem Leben. Ich wiederhole mir diesen Satz tausendmal, weil er Balsam für meine Seele ist. Weil er mir die Möglichkeit gibt, aus diesem Hamsterrad, aus diesem Nicht-Genügen, was ich zur Genüge kenne, da hinauszutreten. Das ist so diese verrückte Interreligiös, finden Sie bei Thich Nhat Hanh, der am Anfang dieses Jahres gestorben ist, dieser kämpferische Friedensmann, der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh. Es ist im Augenblick, es ist diese Einladung, immer wieder dem Leben zuzulächeln, nicht um es schön zu reden, nicht um diese oder in diese Kuschelecke einzutreten. Das findet man in der ganzen Tradition, dieses so, sich nur um das eigene Seelenheil zu kümmern. Das kann nie die Botschaft der Menschwerdung sein. Also diese Haltung, ich und der liebe Gott, wir hätten so toll miteinander. Wenn diese Menschen nicht wären, mit ihr komme ich so gut klar, aber dann kommen alle diese Störungen. Und dann hole ich mir Madeleine Delbrel, Sie sehen, wie viele Freundinnen und Freunde ich habe. Madeleine Delbrel, 1964 gestorben, Sozialpädagogin in Paris, mitten in einem kommunistischen Milieu. Und sie sagt immer wieder diese Einladung, eben in das Jetzt zu treten. Weil im Jetzt, als sie mitten in einem Bistro sitzt, am 14. Juli, Nationalfeiertag in Frankreich, und dann sagt sie diese wunderbaren Worte: Du wolltest dort du selbst werden, du Christus. Nicht, wenn wir scheinbar fromm sind, sondern wenn wir wirklich im Jetzt sind, dann können wir erahnen, so Madeleine Delbrel, also das bewegt mich zu Tränen, du wolltest im Bistro, im Zuhören, im Dasein, im Lachen, im Tanzen, im Mitverzweifeln. Du wolltest du selbst werden durch uns. Das ist diese Einladung, was ich nenne, Wege zur inneren Quelle. Sie spüren es. Es tönt einfach und es ist, ich kenne nichts anderes. Es ist ebenso schwierig, weil wir halt eben diese Möglichkeit vergessen, weil wir uns leben lassen. Und darum möchte ich Sie jetzt auch einladen. Wir haben es vorher schon mit den Schultern gemacht, aber ich möchte Sie ganz bewusst jetzt noch einladen, einen kleinen Moment die Augen zu schließen. Der Atem ist immer schon da als heilende Wirklichkeit. Ich verweile im Jetzt, in der Dankbarkeit. Im Versuchen, Ja zu sagen zu diesem Tag, wie immer er ist, leicht, schwer, froh, bedrückend. Das Ein- und Ausatmen. Ermöglicht mir, die Gedanken weiterziehen zu lassen. Die Gedanken und Fühle nicht bekämpfen, sonst werden sie stärker, sondern durch das Ein- und Ausatmen ziehen lassen. Ein kleinen Moment, mein Atem zum Gebet werden lassen.
Und ich atme noch einmal tief ein und aus. Und ich strecke mich, wenn es Ihnen gut tut. Sie dürfen sogar stöhnen, gähnen. Wir sind ja unter uns. Ja. Wer oder was hindert Sie den Tag hindurch, sich diese kleinen Atempausen? Ich habe es in meinem Büchlein, da 50 Rituale für die Seele, habe ich das vielfältig von Geburt bis zum Sterben immer wieder diese ganz kleinen, so ganz leichten Übungen, die ebenso brutal schwierig sind. Eintreten in die ersten Worte der Bibel, damit die Worte nicht Worte bleiben, sondern damit wir sie uns einverleiben, wie Madeleine Delbrel das sagt. Und das hat sehr viel mit Rhythmus zu tun. Ich bin natürlich kein Vortrag, an dem ich nicht meine Freundin Dorothee, die Mystikerin aus Hamburg, erwähne, Dorothee Sölle. Ich hatte das Glück, mit ihr vor ihrem Tod, nächstes Jahr wird es ja 27. April 2023, wird der 20. Gedenken, ihr 20. Todestag. Und als Dorothee Sölle eben starb, da war ich sehr traurig, bin von Lausanne nach Hamburg gefahren, das war ein weiter Weg zur Beerdigung. Und ich wusste, dass sie noch an einem kleinen Büchlein Mystik des Todes schrieb, was sie nicht zu Ende schreiben konnte. Und ihr Mann Fulbert Stefensky, der ja in Luzern lebte, wir haben da leider gewechselt. Wo er nach Luzern gezogen ist, bin ich in den Norden gezogen. Oh Gott, wie kann das Leben manchmal alles durchwirbeln? Und Fulbert Stefensky hat dann das letzte Buch von Dorothee Sölle, Mystik des Todes, zu Ende geschrieben. Und das war im September 2003, ist es dann erschienen. Und ich war in einer Buchhandlung in Brixen. Ich hoffe, Sie kennen das. Sie öffnen ein Buch. Ich schlage das Buch auf von Dorothee Sölle, Seite 74. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Nur für mich geschrieben. Danke. Und Dorothee Sölle schreibt drei Sätze, die sofort auswendig waren. Also französisch auswendig, Bachgör. Also im Duden müsste stehen, inwendig. Ein Vorschlag wurde leider nicht angenommen. Auswendig, sagen wir. Inwendig waren sofort diese Worte von Dorothee Sölle. Wir brauchen eine Spiritualität, die den Rhythmus des Lebens kennt und akzeptiert. Das sind Worte von größter sozialpolitischer Relevanz. Damals schon in einer Zeit, in der die Geschäfte Tag und Nacht offen sein sollten. In dem Kinder schon bedroht sind vom Staunen, weil der Rhythmus abhanden kommt. Das Ein- und Ausatmen, da beginnt dieser Rhythmus. Wir haben das Glück, den Rhythmus der vier Jahreszeiten, dass die Bäume sind mehr, da unglaubliche spirituelle Begleiter seit Kindsbein. Also jetzt, wo die Bäume die Blätter verlieren, die sagen mir wieder in größter Klarheit, weißt du, Pierre, wir kriegen keine Sinnkrise, wenn wir kahl dastehen. Wir drehen nicht durch. Wir wissen, wir nehmen unsere Kräfte jetzt zurück, weil im Frühling sind wir wieder voll dran. Und das sagte dann Hilde Domin in einem Herbstgedicht, so wunderbar, Hilde Domin, es knospet schon. Also der Rhythmus, Dorothee Sölle, wir brauchen eine Spiritualität, die den Rhythmus des Lebens kennt und akzeptiert. Und dann verwendet sie ein Wort, inspiriert von Johann Baptist Metz, den großen Befreiungstheologen, Professor in Münster.
Wir können uns selbst unterbrechen. Johann Baptist Metz wurde von der Wochenzeitschrift Die Zeit gefragt, wenn Sie für Religion nur ein Wort haben, welches Wort fällt Ihnen ein? Und dann hat er gesagt, Unterbrechung. Also die Spirale der Gewalt unterbrechen. Der Angst nicht die Regie überlassen im Leben. Ihr Grenzen setzen. Annehmen, dass sie ein Teil des Lebens sein kann, aber in der inneren Teamsitzung nicht alle das ganze Stimmrecht hat. Unterbrechen. Dorothee Sölle, wir können uns selbst unterbrechen, um diesen Rhythmus wahrzunehmen und uns in ihn einzustimmen. Er ist vor uns da, er ist nach uns da. Also in drei Sätzen umschreibt sie diese politische, kämpferische Theologin, die auch Binier und Jörg Zink unendlich dankbar, dass sie die Mystik auch in der evangelischen Tradition eben rehabilitiert haben als denkerische, politische Lebensform, in dem eben auch der Teil der Meditation, des Innehaltens, der Stille nicht unterschlagen wird. Den Rhythmus des Lebens wahrnehmen und uns in ihn einzuüben. Und je virtueller unsere Welt ist, ich möchte die virtuelle Welt nicht missen. Ich freue mich, mit Ihnen jetzt online in Kontakt zu sein. Ich gehe leidenschaftlich gerne ins Kino. Ich mag all das, was da möglich ist. Und dann kommt eben unsere Lebensaufgabe, die ganze biblische Tradition ist voll. Es geht um den Umgang, es geht um das gute Maß mit dem, was uns vorgegeben ist. Es ist die Sabbatkultur, die wir gerade unglaublich brauchen. Und da helfen mir eben diese Wegweiser aus der mystischen Tradition, weil die das so glaubwürdig gelebt haben, eben diese Spannung von Mystik und Politik. Oder wenn ich es mich sehr geprägt hat als Jugendlicher, 1972 das Konzil der Jugend in der ökumenischen Gemeinschaft Thésée, Herr Roger Schütz, der eben das aufruft mit den beiden Worten Kampf und Kontemplation. Und ich kenne viele Menschen, die spirituell unterwegs sind und die möchten einfach, die möchten Stille, die möchten eben endlich mal einfach nur glücklich sein. Und das ist eine Sehnsucht, die wir nicht zu klein halten dürfen. Meine Lebenserfahrung, die ich eben, wie schon gesagt, in der mystischen Tradition entdeckt habe, ist, dass das nur in der Annahme der Spannung von Glück und Unglück, von Glauben und Zweifel, von kraftvoll und verletzlich sein kann. Und das ist der Grund, warum ich seit meinem Burnout, das ist jetzt 30 Jahre her, Tag für Tag mich eben in dieser mystischen Tradition versuche zu verwurzeln, damit ich mitten im Alltag immer wieder in diese ganz kleinen Atempausen hineinkomme. Ja, ich habe mich sehr gefreut, wusste ich nicht, dass die Einstimmung mit dem Psalm 23 beginnt, weil autobiografisch mein Einstieg in die Mystik, also 1991, ist so diese Verbindung von Psalm 23, weil ich die biblische Tradition schätze, und dann das Entdecken der Mystik. Und meine Aktualisierung vom Psalm 23, die hat sich so geschrieben: Du bist der Grund meiner Hoffnung. Du lebst als tiefes Geheimnis in mir. Kommen auch Tage der Zweifel,
der Ungewissheit, wo vieles wie eine große Lebenslüge erscheint, da versuche ich vertrauensvoll zugrunde zu gehen. Weil du mich durch diese Verunsicherung zur Quelle des Lebens führen wirst. So wird mir nichts mehr fehlen. Und ich finde neue Geborgenheit in dir. So wird mir nichts mehr fehlen. Das Zitat aus dem Psalm, das ich weiter geschrieben habe, autobiografisch, in der Entdeckung der mystischen Tradition, da gibt es ja unendlich viele Tore. Mein Eingangstor war die Begegnung mit dem Weggefährten von Meister Eckhart Johannes Tauler, Dominikanermönch, erfolgreicher Prediger am Münster in Straßburg. Und als er an einem Sonntag volles Haus die Kirche verlässt, spricht ihn ein Mann an und sagt ihm, sie leben ja nicht, was sie predigen. Ups. Ich denke, viele von Ihnen kennen das. Und wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, dann wissen Sie es noch besser. Karl Valentin sagt das mit Humor. Wir können unsere Kinder nicht erziehen. Sie machen uns eh alles nach. Und Johannes Tauler, der hätte allen Grund gehabt, diesem Mann zu sagen, wischen Sie vor der eigenen Haustür, steht schon im Evangelium, gucken Sie Ihren eigenen Balken an, bleiben Sie nicht bei meinem Splitter. Aber das muss diesen erfolgreichen Prediger, Dominikanermönch, so erschüttert haben, wir würden von Midlife-Crisis sprechen, dass er seine ganze Spiritualität der Gelassenheit, die er von Meister Eckhart eben weitergeführt hat, bringt er mit den drei Worten auf den Punkt zugrunde gehen. Und das war, ich habe keine außerirdischen Erleuchtung-Momente, das war mein Erwachen. Es kam mir vor, wie wenn Johannes Tauler, weil ich in meiner Verzweiflung tagelang, wochenlang in mein Tagebuch geschrieben habe, ich gehe zugrunde, ich halte es nicht mehr aus mit mir. Es war die Flucht von meiner sexuellen Orientierung. Es war der Schmerz, dass ich mein Priesteramt, weil ich ein priesterlicher Mensch bin, wie das gläubige, das allgemeine Priestertum vom 1. Petrusbrief. Ich habe es immer nur so verstanden. Nie eine Zwei-Stände-Kirche. Ja, könnten wir ganz lang diskutieren. Da will ich mich jetzt nicht verlieren. Zugrunde gehen. Und das habe ich in den Psalm hineingenommen. Du, wenn vieles wie eine große Lebenslüge erscheint, so versuche ich vertrauensvoll zugrunde zu gehen, weil du mich durch diese Verunsicherung zur Quelle des Lebens führst. Das ist diese innere Quelle, dieses in den Grund gehen, wie es bei allen mystischen Menschen ist, existenziell buchstabiert. Für Johannes Tauler als Christ ist das Kreuz und Auferstehung, und er sagt, und in dieser Polarität von Kreuz und Auferstehung unterschlagen wir das Hinabsteigen in das Reich des Todes. Der Karsamstag hat leider so wenig Bedeutung. Und dabei sagt er, das ist etwas vom Schwierigsten im Leben, wenn das Alte nicht mehr trägt und das Neue noch überhaupt nicht in Sicht ist. Und das nennt er die Aktualisierung von Hinabsteigen in das Reich des Todes. Und es kam mir vor, wie wenn er mir persönlich sagen würde, geh deiner panischen Angst vor Liebesentzug auf den Grund.
Geh deinem Workaholic arbeiten auf den Grund. Es wird verdammt wehtun. Es gibt keinen anderen Weg zur Auferstehung, damit der Stein, der Panzer, in dem du dich eingeschlossen hast, aus Angst nicht geliebt zu sein, bis der weggenommen wird. Geh dem auf den Grund. Und seither bin ich eben tief angerührt von diesen mystischen Frauen und Männern, weil sie eben nicht, wie ich auch als Vorurteil hatte, oder dieses Vorurteil, die sind immer kurz vor dem Abflug, Mystikerinnen, immer so im Halleluja-Look. Es ist ja unglaublich, weil heute wird ja Mystik, Spiritualität, inflationär, ebenso in diesem Wohlfühl-Modus verwendet. Also ich habe gedacht, ich falle um in Offenburg, ein neues Kleidergeschäft nur für Männer mit dem großen Lichttitel Mystic Man. Also da können nur Männer mystische Unterwäsche einkaufen. So tief ist diese Tradition gesunken, weil jetzt kann ich mich grün und blau ärgern oder ich kann sagen, ja, von der Werbung kann ich scheinbar auch was lernen. Die Werbung spürt die Sehnsucht der Menschen, mehr zu sein als Leistung und dann vermarktet sie und dann haben sie mystische Sauna, mystische Disco, alles, was es da mystisch gibt. Aber es ist ganz weit weg von dem, was eben diese Tradition und sagen möchte, in Corona durfte ich das auch wieder neu buchstabieren, merken, diese Einsamkeit, dieses, ich brauche nicht viel im Leben, aber wenn ich nicht mehr auf den Marktplatz gehen kann und mit anderen Latte Macchiato trinken kann, dann kann ich echt depressiv werden. Obwohl ich ja dann immer noch so viele Online-Möglichkeiten hatte. Aber Corona, das auch mich auf mich selber zurückgeworfen hat. Und wenn ich dann an all die Menschen denke, das kommt ja immer noch auf uns zu, wo diese ganze berufliche, existenzielle Bedrohung ist. Und all diese großen Fragen, und ich bin in Corona-Zeiten schon vorher mit syrischen Flüchtlingen, Familien unterwegs und längst vor diesem grausamen Krieg in der Ukraine war diese Auseinandersetzung mit dem Krieg, der in Syrien ja weitergeht. Und ich will in diese Spannung hineingehen. Ich will berührbar bleiben. Und weil ich aber Burnout 2 Jahre lang eben so tief nahe am Abgrund lebensgefährlich erfahren habe, ist dieses Mitsein, mitfühlend sein, kann ich eben nur, wenn ich immer wieder auch gut für mich sorge. Wenn ich auch mit mir selbst befreundet bin, und dazu dienen die Rituale, dass ich immer wieder aus der inneren Quelle schöpfe, die eben da ist. Und so habe ich in Corona-Zeiten, obwohl ich eben 1990 schon alle 150 Psalmen neu geschrieben habe, aber ich war zum Teil auch so wirklich verzweifelt, habe ich mich erinnert, was gibt mir Kraft? Und dann bin ich, das ist so mein anderes Wegbuch, da suchend bleibe ich ein Leben lang, ist jetzt neu erschienen, wo ich eben alle 150 Psalmen nochmal neu geschrieben habe. Weil ich eben merke, ich möchte die Tradition, da sind so unglaublich viele Schätze, aber ich kann da nicht alles übernehmen. Dorothee Sölle sagt so wohltuend, esst jeden Tag einen Psalm. Und wenn ihr euch mal nicht gut tut, dann spuckt ihn wieder aus. Das ist biblische Tradition. Das ist nicht dieses einfach alles sofort schlucken müssen, sondern das ist die Du-Beziehung. Ich bin die, ich da sein werde. Im Buch Exodus. Das ist in der Spannung. Und so habe ich, sind mir diese Worte zugefallen, seit mit denen ich jetzt mal so
schließen möchte, ich gucke auf meine Schweizer Uhr, die tickt so komisch heute Morgen. Wir sind ja schon 9.59 Uhr. Ich darf bis 10 Uhr reden. Es wird jetzt als pünktlicher Schweizer heute ein bisschen länger. Es sind so zwei Pole, die in diesen Psalmaktualisierungen, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Das eine ist der Psalm 70, der sich bei mir geschrieben hat mit den Worten: Suchend möchte ich bleiben ein Leben lang, obwohl ich doch immer schon gefundener bin. Hasten nach Sinn möchte ich in dunklen Stunden, obwohl ich bewohnt bin vom göttlichen Licht. Also das ist diese wunderbare Spannung. Und diese Spannung darf bleiben. Wir dürfen die nicht moralisch bewerten und auch nicht selbstoptimierend bewerten. Und das ist ja unglaublich heute. Also früher haben uns die Kirche noch unterdrückt, jetzt machen wir es freiwillig selber. Mit dieser unglaublich immer noch mehr Optimierung, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und da kommt diese erste Seite der Bibel. Es ist alles schon da. Suchend möchte ich bleiben ein Leben lang, weil ich immer schon gefundener bin. Mich sehnend nach kraftvollen Umarmungen lasse ich mich durch liebevolle Augenblicke stärken. Ausschau halten nach bleibenden Friedenszeichen will ich mit Verbündeten auf allen Kontinenten. Also mein Innehalten, mein schließende Augen, dass ich überall, wo ich bin, übe, das ist immer mich verbinden auch mit all den Menschen, die jetzt Frieden schaffen. Es sind Millionen, die jetzt das Gute suchen. Ich bin nicht bereit, den Schreckensnachrichten das ganze Feld zu räumen. Ich kann jeden Morgen entscheiden, wie viel Futter meine schlechten Nachrichten kriegen. Verunsicherungen aushalten möchte ich mit anderen, obwohl ein Durchbruch aus der Enge möglich ist. Also das ist dieses eine, ich bin Suchender, ich bin Zweifelnder, ich bin Verwundeter, ich bin Verlorener, ich bin Gesalbter, haben wir gehört. Ich bin bewohnt, und das drücke ich im Psalm, in der Aktualisierung des Psalms 118 aus. Suchend bleibe ich ein Leben lang. Das ist das eine Standbein. Karl Barth, der Basler Theologe, sagt, ein Christ, eine Christin hat in der einen Hand die Bibel und in der anderen die Tageszeitung. Und dann geht das Stolpern los. Suchend bleiben möchte ich ein Leben lang. Aktualisierung des Psalms 70 und die Aktualisierung des Psalms 118, die ich auch mir, ich sage mir die laut vor. Wissen Sie, wo ich vor 4 Jahren von Lausanne nach Osnabrück gezogen bin, für die Nachbarn in Osnabrück, nach einer Woche war für die normal, dass ich verrückt bin. Das geht ganz schnell. Ich sage mir laut vor, was Balsam für meine Seele ist. Gedichte von Rilke, von Hilde Domin. Ich sage mir vor, die Aktualisierung des Psalmes 118, ich suche dich nicht mehr, weil du mich seit immer bewohnst mit deinem freundlichen Segen, der mich zum Mitgefühl aufrichtet. Das nenne ich kämpferische Gelassenheit. Suchend bleiben möchte ich ein Leben lang, weil ich immer schon gefundener bin. Und dahinter dann die Einladung, täglich durch das Innehalten
mich zu erinnern, ich suche dich nicht mehr, weil ich immer schon bewohnt bin. Von deinem freundlichen Segen, der mich innerlich aufrichtet zum Mitgefühl. Sogar in dunklen Stunden verlasse ich mich behutsam auf deine innere Begleitung, auch wenn ich sie manchmal kaum spüre. Wir sind nicht getrennt von dir. Du beseelst alle und alles. Den ganzen Kosmos durchflutest du mit Liebe. Also völlig verrückt. Ich will verrücken. Ich will die biblische Schöpfungsspiritualität bis in den Kosmos hinein jeden Tag verinnerlichen. Heilend, segnend versuche ich täglich dem Leben zu begegnen, deine Spur im Wunderbaren und im Schweren zu entdecken. Ja, soweit meine Ermutigung zur inneren Quelle, meine Ermutigung, den inneren Ruheraum, wie da Kammersköll das im UNO-Hauptgebäude gemacht, das im Alltag hineinzuholen, ohne die ganze Spannung von existenzieller Not, von großen sozialpolitischen Fragen, da eben einfach zu schnell schön zu reden, sondern um in dieser Spannung zu bleiben. Ja, ich bedanke mich für Ihre Augenblicke. Einige habe ich gesehen. Und ich freue mich auf das Gespräch, das irgendjemand jetzt, so hoffe ich, doch moderiert.